Liebe Freunde, alles glänzt, alles leuchtet, alles ist hell und schön und klar und licht, kristallklar, wunderbar. Ja, aber das ist ja leider nicht die Wirklichkeit. Auch wenn manchmal nach draußen der Anschein erweckt werden soll, dass das die Wirklichkeit sei. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. In diesen Tagen ist es düster draußen. Das Wetter ist nicht so schön, es ist dunkel, wir haben wieder neue Herausforderungen in Sachen Corona und wir sind wahrscheinlich in unserem Inneren gar nicht immer nur so hell, strahlend und licht und klar. Umso mehr brauchen wir Zeit und Raum, um unserem Gefühl irgendwie auch eine Resonanz zu geben. Wo ist der Ort, wo ist die Zeit, wo wir uns Gedanken darüber machen, dass wir einfach auch traurig sind? Zeit zum Trauern. Ich denke an die vielen Menschen, die in diesen Tagen wirklich auf der Suche sind, wie sie sich richtig verhalten sollen und Sorge haben, wie es weitergeht. Ich denke aber natürlich auch an diejenigen, die ihre Existenzgrundlage verlieren, die wirtschaftliche Einbußen haben, die einen Job verlieren, die als Künstler nicht mehr auftreten können, die nicht in die Bütt werden gehen können, diejenigen, die krank sind, die vielleicht noch mit den Nachfolgen der Corona-Krankheit zu tun haben. Diejenigen, die vielleicht trauern um einen lieben Menschen, der gestorben ist an Corona. Wir brauchen Zeit zum Trauern. Und deshalb haben wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt. Am 2. November, dem Allerseelentag, denken wir immer mit Trauer und Traurigkeit an unsere Verstorbenen. Aber wir wollen in diesem Jahr das Ganze ein bisschen erweitern. Wir wollen darüber nachdenken, ja, was wir noch alles zu betrauern haben. In Apostel werden wir das am Abend um 19 Uhr mit einem großen Gottesdienst machen, in dem eine tolle Messe von Durufle erklingen wird. Also da wird mit der Musik unserer Trauer Ausdruck gegeben. Und dann werden der berühmte Psychologe vom Rheingold-Institut, Stefan Grünewald und ich ein bisschen diskutieren, was es braucht, Räume zum Trauern, zum Sprechen. Matthias Grünewald hat einmal sehr schön formuliert, Trauer braucht Verarbeitung, um wieder Zuversicht und Visionen entwickeln zu können. Und ich glaube auch, wir müssen uns dafür Zeit nehmen. Ich lade da also heute schon ganz herzlich zu ein, aber vor allen Dingen lade ich ein, einfach dieser Traurigkeit auch Raum zu geben, darüber zu erzählen und sich dann daraus wieder zu motivieren, damit diese christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung wieder neu in uns wachsen können. Denn wir kommen ja keinen Schritt weiter, wenn wir nicht von irgendwoher, und ich sage von Gott her, neue Ermutigung und neue Kraft empfangen. Das möchte ich mir für mich und für alle wünschen. In diesem Sinne einen gesegneten und frohen Sonntag.